Hallo, meine böse überraschten Gefährten, Verlierer und herzlich willkommen zurück zum weiteren, ja, leider eher traurigen, flauschigen Ründchen hier bei Wartales. Ja, hier, wie ihr sehen könnt, haben wir die Leiche von Rhea. Und wir müssen leider sagen, Diego ist sehr, sehr stark in Trauer. Es war für ihn eine sehr, sehr üble Geschichte, dass er jetzt seine Gefährtin auch noch verloren hat. Und die Wut, die er jetzt gegen die Inquisition hegt, die ist so riesig, dass sich die Gruppe nochmal zusammengesetzt hat. Und mir ist mir was aufgefallen. Guck mal, wir haben ja 25%. Bei den anderen hatten wir damals nur 20, sprich es gab 5 Aufgaben. Hier scheint es nur 4 Aufgaben zu geben. Was für uns heißt, wir wollten eigentlich dem Fernales helfen. Hatten wir ja gesagt, Fürst Fernales wollten wir helfen. Aber der ist ja so ein Typ, also der Lehart, den kannst du ja vergessen. Aber Fürst Fernales ist eigentlich auch für uns ein Dummbart, weil er sich diesen komischen Glauben einhergibt von diesem Blöden, den wir jetzt auch wie einer unserer Gefährten verloren haben und daher werden wir ihn auch nicht mehr unterstützen. Und deswegen werden wir versuchen, mal eine Pat zu erzwingen. Ich weiß nicht, ob das geht, was da passiert, ob wir das Spiel damit kaputt machen oder es scheint dir das vorzusehen, weil es gibt ja 25, also es gibt 4 Sachen, die wir machen können, also sprich je 25%. Mal gucken, was da dabei bewirken und deswegen müssen wir das machen. Des Weiteren, hier am Scheiterhaufen werden wir dann später auf jeden Fall rigoros diese verdammten Fanatisten werden wir einfach zerstören. Das ist unser Ziel. Wir werden jetzt aber erstmal zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, wo wir gestartet sind. Dort werden wir Rhea begraben. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir werden hier nochmal, weil ich habe das nämlich gesehen, ich habe vorhin mal hier so ein bisschen rumgeklickt, weil ich überlegt habe, wie machen wir das und so weiter. Und zwar hatte ich was Gutes, bei dem ich das gesehen habe. Ja, hier haben wir Edelsteine. Wir werden alle Edelsteine mitnehmen. Es kostet uns 450. Müssten aber einen Gewinn machen. Also wir machen mal gucken, was wir da rauskriegen. 450 kostet das hier. Guck mal, sie hat nämlich Kohl. Und hier haben wir nochmal das. Und hier haben wir nochmal das. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir nämlich ein bisschen Kohl. Jetzt können wir nochmal ein bisschen Essen machen. Wir haben für 9 Tage eigentlich Essen. Wir werden aber gleich noch mal mehr machen. Jetzt können wir nämlich einen schönen Kohlbarsch machen. Kohlbarsch. Und damit kommen wir auf 11 Tage Essen und haben ja trotzdem immer noch genug. So, wir könnten noch eine Menge Brot machen. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. So. Ja, dann werden wir mal losziehen. Wir werden unsere Rhea. Warte mal, ich muss aber eigentlich in die andere Richtung, ne? Ich muss in die Richtung. Sollten wir jetzt auch mal machen. Genau, wir ziehen jetzt in diese Richtung. Guck mal, da haben wir noch einen Flecken nicht erkundet. Und werden die liebe Rhea dann leider der Erde zuführen. Uns von ihr verabschieden. Denn wir haben aber leider keine andere Möglichkeit. So, wir werden mal hier wieder lagern. Bei 10% lagern wir hier nicht, ja? Also ganz ehrlich, bei 10% lagern wir nicht. Was bist denn du eigentlich? Du hast jetzt Alchemie, der bringt ja Geschicklichkeit. Was bringt denn der Tüftler? Crit? Crit ist gut. Also du wirst jetzt auch unser neuer Tüftler. Des Weiteren werde ich jetzt mir mal die Hild nehmen. Unsere Hild wird jetzt unser Lieutenant werden. Das müssen wir jetzt einfach... Hä, warum kann ich nicht? Ach, sie ist ja schon. Ich kann noch einen Lieutenant. Naja, Torus ist jetzt voller Zorn. Unser nächster Lieutenant ist unser Torus. Habe ich mir überlegt. Lieutenant Torus ist jetzt mit dabei. Kriegst du die taktische Ordnung? Verbündet um diese Einheit halt das stramm stehen. Kann aber Programm verwenden, wenn diese Einheit erzeugt doppelt so viele Tapferkeit. So. Gut, kostet uns jetzt nochmal mehr. Jetzt sind wir bei 167 Zoll. Ach du heilige Verdammnis. Naja, gut. So, was haben wir denn hier? Können wir eigentlich auch die Dinger kombinieren? Geht das eigentlich auch? Wer ist das? Wir werden es rausfinden. Guck mal, wir haben ein bisschen Räucherfleisch. Das können wir dann nämlich auch gleich mal nehmen. Machen wir eine ungerade Zahl, war so. Jetzt könnten wir hier noch mal ein bisschen Brödel nehmen. Oh, jetzt haben wir noch mal 2 offen. Und noch mal Pilze. So. Genau, jetzt machen wir nämlich hier mit dem auch noch mal was. Ihr habt den Titel Tot oder Lebendig freigeschaltet. So, jetzt können wir hier nämlich noch mal was dazu bekommen. Haben wir noch welches da? Ne, jetzt könnten wir nur. Oh, guck mal. Trockenfisch bringt sogar mehr. Wobei, warte mal. Stopp. Ein Fisch bringt 4, ne? Ja, na, meinetwegen. Wir können aber 2 mehr machen. Ist halt so. So. Also wieder gesagt, da oben. Den Bereich, den werden wir dann so machen, dass wir die blöden Dinger da wegballern. Das auf jeden Fall.
sind böse Desertierende, wa? Wollte jetzt eigentlich gerade mal nicht kämpfen, weil ich wollte jetzt eigentlich wirklich mal, dass wir losziehen und uns von Rhea einfach mal freundlich und liebevoll verabschieden und ihr die letzte Ehre erweisen. Das war jetzt eher so mein Sinn gewesen. Tschüss! Wo wird der jetzt da... Das ist so geil. Ja, habt ihr recht, hat er mir ja schon mal erzählt gehabt, dass wenn der da reingeht, dass der dann halt stirbt. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt nicht schon wieder... Oh, da oben ist Erz. Also Erz müssen wir uns mitnehmen, weil wir müssen auf jeden Fall weiterbauen. Und haben wir hier oben eigentlich schon noch alles abgesucht? Nee, hier oben haben wir auch noch nicht alles abgesucht, weil oben geht es bestimmt auch nochmal weiter. Da können wir dann nochmal machen. Wir werden uns jetzt erstmal, wie gesagt, in unseren Startpunkt wieder begeben und werden uns dort von Rhea dann, wie gesagt, verabschieden. Das wiegt immer noch so schwer, wisst ihr das? Weil es mein Fehler war von der Einschätzung her. Aber ich wüsste nicht, wie ich das taktisch noch viel mehr hätte verändern können. Es war schon so ein harter Kampf. Selbst Hilde war ja schon am knappen Tode. Was wir ja mal festhalten können ist, wir haben einfach immer noch zu wenig Rüssi-Leute, die wesentlich stärkere Rüstung haben. Oh Mist. Hier laufen viel zu viele von denen herum. Kommt ihr denn jetzt alle her? Würden wir gegen denen eine Chance eigentlich haben? Oh, wir müssen schon wieder rasten. So, dann rasten wir mal. Wer rastet, der rostet, ne? Aber wir rasten gerne. Warte mal, könnten wir... Hast du noch irgendwas zum Kochen, mein Kleiner? Du hast eine Hechtkarpfen, Wildfleisch, woher ich auch immer Wildfleisch bekomme. Genau, den Hammeleintopf wollten wir auch nochmal machen. So. So. Genau, so zahlen wir mal. Ja. Gut, kostet jetzt ein bisschen was. Aber ist halt so. So. Wir haben jetzt ein bisschen Fisch. Ich würde den jetzt, wobei, nee, ich habe nicht mehr viel, ne? Kann nur die beiden, also man muss immer zwei von denen nehmen, von daher geht jetzt erstmal nicht. Oh, der Tod von Rhea scheint dunkles Ross aufgewühlt zu haben. Wachdienst, Wahrscheinlichkeit der Flucht eines Gefangenen, nee, um eins berührt. Oh, bitte den Trupp euch in die Arme zu nehmen, oh, es ist süß. Ja, das machen wir. Von Diego, oh, es ist süß. Finde ich toll. Der Tod, oh, das ist so richtig cool, dass sie das auch damit, dass das mit drinne ist. Das finde ich ja wirklich Wahnsinn. Aber eigentlich müsste das Tier, ja gut, das ist ja die Sache, dass ich das so, wie ich es geschrieben habe. Warte mal, wir sind aber gestartet von da, ne? Hallo, kannst du mal laufen? Manchmal läuft der, hat er irgendwie so Probleme beim Laufen, muss ich sagen. Wenn man nicht weiß, wie das dann da weitergehen soll. So, genau. Wir kamen dann von hier hinten, ne? War das nicht so? Genau. Das ist immer noch so ärgerlich. Ich muss gucken. Ach ja, was ich noch machen müsste, ich werde auf jeden Fall Diego werde ich nochmal umarbeiten, habe ich mir überlegt. Und Juli Reis werde ich nochmal umarbeiten. Das gefällt mir nicht so. Also die werden wir nochmal umskillen nach und nach. Aber als erstes Juli Reis und dann Diego. So, warte mal. Begraben. Genau, hier sind wir gestartet. Und dann wird sie hier im Schatten. Ruhe in Frieden. Rhea. Genau, Ruhe in Frieden. Rhea. Oh. Okay, da haben wir uns jetzt alle verabschiedet. Und haben Rhea zumindest die Möglichkeit gegeben, in Ruhe jetzt bei ihren Kindern zu sein, bei ihrem Sohn und bei ihrer Tochter. Und Diego von dem Spruch abgekupfert aus Gladiator.
am Ende weiß ich nicht, wer Gladiator geguckt hat, aber da hat er ja gesagt, wir werden uns bald wiedersehen. Bald. Aber noch nicht so früh. Oder so bald. Oder noch nicht so bald. Irgendwie sowas war es gewesen. So, wir wollen mal. Lass mich mal rein hier. Hallo. Aber manchmal hat er das mit dem Geklicken da schon ein bisschen Probleme, muss ich sagen. Apotheke von Tiltren. Nee, da wollte ich nicht rein. Ich wollte zum Markt. Ich muss mal auf Markt der drei Hasen. Du da. Ja, ja, ich bin schon da. Ich bin schon da. Siehst du? 90 bezahlt und 130. Wir bekommen 40 plus. Fünfmal, wir haben 200 plus gemacht. Bumm. Bumm. Müssen wir mit dem anderen nochmal gucken. Du hast Wollstoff, Keramik und Bernstein. Oh, guck mal, Leder ist gerade reduziert für 1. Oh. Eisenerz müssen wir mitnehmen. Also wenn der mal Eisenerz schon da hat, dann nehmen wir mal. Den würde ich gerne behalten, weil den würde ich gerne Julireis später geben, wenn wir soweit sind. Ansonsten müssten wir jetzt mal gleich gucken. Verlassen. Hast du hier denn noch was? Du hast doch bestimmt noch ein paar Produkte, damit wir was kochen können. Genau, das da haben wir alles kaufen. Und Trauben. Brauchen wir auch Trauben? Warte mal. Brauchen wir jetzt Trauben eigentlich? Brauchen wir Trauben? Also Kohlbarsch können wir weitermachen. Das kostet nochmal 5. Boom, jetzt haben wir mal den Kohlbarsch. Da sind wir jetzt erstmal eine ganze Weile drüber. Naja gut, so weit sind wir jetzt auch nicht drüber. Hammeleintopf, genau. Wir gucken, was wir an Hammeleintopf machen können. Genau, Hammeleintopf. Hammel, 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 Hammel. Hammeleintopf brauchen wir, genau. Den müssen wir als erstes jetzt mal gucken, dass wir den hinkriegen. Dann müssen wir jetzt aber mal gucken, ob ich da genug Hammel kriege. Ah, 10. 10 Hammel. Sei denn, du hast noch ein bisschen Hammel. Ja, du hast nur eine Dorade. Schade. Ja, ja, ja. Alles gut. Wie viel Traum habe ich denn danach jetzt? Ich brauche noch eine Traube, dann passt das. Habe ich. So. Ja, wir haben noch genug Weizen. Hätten wir auch noch mal. Ach komm, weißt du was? Nehmen wir den noch mal mit. Dann haben wir den da. Und dann geht es uns jetzt gut. Wir haben 4.500. Ist jetzt nicht die Welt. Was wir noch machen könnten, wäre, weil wir müssen ja eh wieder zurück gleich, dass wir sagen, was ist denn dein teuerstes? Keramik. Pass auf, wir kaufen mal alle Keramik. 335. Ja, müssen wir mal gucken, ob ich mir das merke. Da ist ein Stift, da ist ein Zettel. 335. Mal gucken, was wir da herauskriegen. So, mal sehen, was wir da insgesamt dann herauskriegen. So. Dann nochmal ein kleiner Köcherli machen. Weil dann haben wir nämlich jetzt auch unsere den Hammeleintopf fertig. So, und dann sind wir bei 10 Tagen Essen. Gut, wir sind bei 10 Tagen Essen und wir könnten jetzt auf jeden Fall, weil wir noch Salz haben, weißt du was, wir machen mal die 15 Brote einfach nochmal drauf. Und dann können wir nochmal Salz nachkaufen und dann passt das. So, 12 Tage Brote und du kannst mir auf jeden Fall nochmal dein Salz geben, wenn ich zumindest 20 Mal Salz da habe. Passt, wir haben jetzt 4.100 noch. Ne, warte mal, wir wollten nochmal rein und zwar zum Handelsposten wollten wir. Nein, Handelsposten. So, weil den bräuchte ich eigentlich mal. Ah, verdammt. Da muss ich mal gucken, wie ich das mache. So, den kann ich jetzt mal ablegen. Den brauchen wir jetzt nicht. Pass mal auf, wir machen mal nach Gewicht wieder. So, das müssen wir noch. Das behalte ich ja. Das wird ja zum Essen dann gleich genutzt. Dann habe ich hier roten Augapfel, infiziertes Blut. Können wir schon mal wegpacken. Moskitorüsselstachel. Pestleder. So, hier noch 10. Das. Sandstein. Na, den können wir auch erstmal reinpacken. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. So. Würde ich mal sagen, wa? Lassen wir so. Den Schlüssel habe ich mir jetzt mal mit eingepackt. Ich werde gucken, ob ich dafür noch bezahlen muss. Ansonsten schauen wir mal. Ich muss mich ja eigentlich nur hier ein bisschen so durch die Wälder dann schlagen. Dann geht das ja schon. Wölfe, nee, wir brauchen das jetzt nicht. Wir werden uns auf jeden Fall Bären jetzt dann mal noch mal erjagen. Wir gucken mal da drüben, dann, ob wir da ein paar Bären kriegen. Also Minimum Stufe 5, würde ich sagen. Und da werden wir uns bei Bären besorgen.
Wir machen das mit zwei Bieren. Dann werden wir zwar eine Menge was essen haben. Aber was mir dann wichtig ist, ist einfach, dass ich nochmal zwei richtig dicke Tanks habe. Und damit ich sowas nicht nochmal erleben muss. Also, dass ich nochmal einen Gefährten zu Grabe tragen muss, so schnell, das will ich jetzt erstmal nicht. So, also wie gesagt, wir werden es so machen. Ja komm, wir lagern hier nochmal, das geht. Ja, heute war dann eher so, heute war erstmal die letzte Ära-Weise und so. Kann ich auch einfach beides machen? Geht das auch? Dann kann ich noch hier so. So, da brauchen wir 3 Points, ne? 2, 3. Nee, warte mal, da ist Gefahrenstufe 10%. Nachher muss ich hier schon wieder gegen irgendjemanden kämpfen. Ist halt mitten am Straßenrand. So. Hab keine Lust, schon wieder irgendeine Truppe zu verlieren. So. Weil wir hier nun mal noch benachteiligt kämpfen müssen. Ah, Mist, ich habe vergessen, unten im Dorf hätten wir Dings kaufen können. Na egal. Ich bin immer noch ein bisschen traurig. Ach, die arme Rea. Da oben ist ein Lager. Waren wir schon bei dem? Doch, ich glaube, bei dem Lager waren wir schon. Oder nee, das ist da, wo der Elite-Typ steht. Das könnte auch sein. Hier können wir uns noch lange nicht ran. Ey, aber das war auch so gemein. Haben die uns gleich wirklich ein komplettes Achter-Level-Team reingepackt, ne? Also, war jetzt auch nicht mal ohne. 216 bin ich gerade, okay. Na gut, ich habe 5-mal dieses Keramik-Ding drin, ne? Ich glaube, 67 hat mich das gekostet. Die sind, wobei, guck mal, die sind jetzt nicht mehr so hart. Könnten wir jetzt schon langsam dann wegbalzen. Aber ich will jetzt gerade noch nicht. Ich muss sagen, jetzt bin ich gerade noch nicht so in der Laune, mich jetzt wirklich mit irgendjemandem herumzubalgen. Das wäre jetzt ein Döfle. Hier, komm, nimm mal das mit, das müsste Holz sein. Ach, das ist so ärgerlich. Ah, das hängt mir jetzt, wird mir wahrscheinlich eine ganze Weile nachhängen, die ganze Kacke. Weil ich das so mies gemacht habe. So, auf zum Markt. So, 67 hatte ich. 30 plus machen wir bei dem. So, wir haben 30 plus gemacht. Also ist jetzt nicht gerade so viel. Es waren jetzt, glaube ich, 5 mal 150. Also mit dem machen wir dann... Mit dem machen wir 40 plus, also immer ein 10er mehr. Also man kann das immer hin und her fahren, dann würde es was bringen. Ist jetzt aber die Frage, ob man es machen sollte und machen muss, ne? Also... Glaubt jetzt mal nicht so daran. So, warte mal, was hast du jetzt noch hier so? Pilz und Bohnen, das ist uninteressant. Was hast du noch? Schwein und Milch. Naja. Naja, naja, naja. Okay. Dann auf in den Gasthaus. Was sind da für Leute stehen? Krieger? Rohling und ein Schwertkämpfer. Oh, du hast wirklich nur Durchschnittsmissionen. Ah, ne, guck mal, da. Kopfgeld, Clarisse Kohorte. Nachdem sie den Hauptmann ermordet hatte, floh Clarisse und ihre Komplizen aus der edoranischen Hauptstadt, um in Artes unterzutauchen. Der Übereifer von Civils Bataillon ist nicht gut fürs Geschäft und die Schmuggler wollen, dass dieser Störenfried einfach mal aus dem Verkehr gezogen wird. Ach, guck mal einer an. Ja, den machen wir mal. Das ist nämlich so eine Art, so eine Attentatsmission, habe ich jetzt gerade gesehen, ne? Steht jetzt auch nicht so weit von uns weg. Die Wache ist momentan, aber andere Verbrecher zu suchen, ihr werdet nicht mehr gejagt. Das ist geil. Wir sind schon uninteressant mittlerweile. Das ist der da, ne? Du bist ja auch Banditen. Oh, guck mal, hier ist was. Auf da! So.
So, Duellanten, das sind übrigens ein Kommandant. So, jetzt müssen wir doch mal langsam wieder kämpfen. Wir können ja nicht den ganzen Tag nur trauern. Wir müssen uns jetzt unseren Frust von der Seele kämpfen, würde ich mal sagen. Was bist du? Du bist ein Speerkämpfer. Du hast Schlaghagel. Du bist ein Legio, du machst das, du bist ein Duellant, du machst dieses Abfangen, du bist der Pionier, der schießt. Der blöde Pionier da hinten ist so weit weg. Du beginnst auch noch, ne? Du kannst da laufen und dann machst du Wachsamkeit. Gut, da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten stelle. Nee, warte mal, weißt du, was wir machen werden? Julireich kommt an den Legionär ran, das ist gut. Wir werden es ein bisschen umbauen. Ich werde, weil die wieder so aufgesplittet stehen, werde ich erstmal wieder zwei Phasen Arbeit machen. Und da wir diesmal zwei Bogenschützen haben, können wir jetzt auch mal ein bisschen besser agieren. So, pass mal auf. Die muss ja als erstes weg. Das wäre was für Toros. Pass mal auf, der Pionier ist dann dran. Wenn der Pionier dran ist, wir könnten mit zwei arbeiten. Okay, der ist schon als drittes dran. Ich könnte mit beiden meinen beiden Schützen arbeiten. Ich ziehe mal, wo haben wir sie denn? Da ist sie. Bildchen ist da draußen. Also würde ich mit Bart jetzt erstmal den Anfang machen. So. Bart macht den Anfang. So, ich nehme den gleich aus dem Kampf raus und ist der weg. So. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Das sind jetzt keine schweren Gegner, muss ich sagen. Da habe ich jetzt nicht so die Bedenken. So, du kannst schon mal in die Richtung gehen. Wir werden uns schon mal die Runde fertig haben, schon mal in die Richtung orientieren. Der bringt ja auch nicht viel, ne? Der kann jetzt da gar nichts eigentlich machen. Der Legio, der kommt nicht weit. Der Legio kommt nicht weit. Also das passt gerade sehr gut. Hier würde ich Mr. Taurus Horus wieder ranschicken, weil ich finde, Taurus Horus ist einfach ideal für den Kampf. Du kriegst auch diesmal von mir zuerst den... Oh. Oh. Taurus, weißt du, dass du manchmal ganz schön anstrengender bist? Mein Punkt ist weg. Nächstes ist der Duellant dran, ja. Ich würde den machen, aber dann bringt mir das nicht viel. Nee, lass mal. So, warte mal, ich muss mal das so machen. Zack. Komm weg damit. Ja, ich habe jetzt wieder einen Punkt eingebüßt. Da kann ich jetzt aber nichts machen. So, als nächstes würde ich gern Julireis bitte hier ranstellen. Und du prüfst jetzt mal auf den ein. Problem ist, das ist nämlich der Fehler, den ich auch gemacht habe. Ich habe da irgendwas mit Ablenken-Kram gemacht. Aber ich könnte sie viel besser machen, weil sie ist ein guter Punktespender. Hört sich doof an. Da könnte ich viel was Besseres machen. Das würde ich dann auch anders dann handhaben. Bis wohin kommst denn du? Ach, guck mal einer an. Guck mal einer, schau. Und du auch nur. Okay, dann kann ich mich mit Hildchen auch schon mal um dieses Target hier kümmern. Ja. Yeah. So, dann machst du hier noch einen schwächenden Schlag. So. Schon mal gut. So, jetzt. Mist. Ah ja, gut, das passt schon. Stimmt, der hat diesen Blödschlag. Diese Legionäre, die sind cool. Schade, dass wir so eigentlich denn spielen können. So. Weißt du was? Wir kümmern uns erstmal. Ne, warte mal. Er könnte noch einiges aushalten.
Da werden wir das dann... Ah ne, du brauchst ja zum Beispiel gar nicht. Du brauchst es ja nur von hinten attacken. Du hast ja den Dolch von deiner Dame. Und ich könnte mir dann schon mal woanders hinschicken. Guck mal, wir machen nämlich jetzt den. Und jetzt machen wir den. Weil jetzt kriegt Juli Reis nämlich den Last Hit. Aber wir kriegen keinen Punkt. Shit. Weil sie hat den Dings ja nicht. Ja? Sie bringt uns gerade als Punktelieferant gar nichts. Gar nichts. Ach. Du Sau. Weißt du was, das bringt dir gar nichts. Weil jetzt mache ich das hier mit dir. Und Diego ist sauer, meine Freunde. Diego ist sauer, ja. Aber das, was Diego jetzt demnächst mit euch macht, das wird übel werden. Das wird ganz, ganz übel werden. Das kann ich euch nur so weit sagen, wie es ist. Warte mal, kann ich mit dem das Ding auch schon beenden? Ja. So. Ich sag ja, Diego ist sauer. Also da habt ihr jetzt, da habt ihr echt, Oh. Nicht nur das. Ich komme gerade an den anderen nicht ran. Shit, wie kostet. Ich komme jetzt wieder an den einen nicht ran. Naja. Ist nicht schlimm. Der will abhauen, machen wir aber nicht. Du bist ein Veteran. Was heißt, du willst abhauen? Guck mal, ich stelle den schon mal hier hin, weil du wirst ja jetzt eh auf ihn zielen. Bart können wir schon mal. Ne, warte mal, Bart könnten wir ja noch warten. Der ist noch vorher dran. Ne? Warte. Ich hole mir mal. Pief hole ich mal ran. Der Baum stört. So, mal Pief schon mal. Dann holen wir Horus mal ran. Alle Truppenmitglieder einfach mal ein bisschen ranholen. So. Und natürlich unseren lieben Horgard. Ja, du so war, ey, der kann so einen Meter laufen. Das ärgert mich immer noch, dass ich die so verkackt habe. Da machst du jetzt einen ganz harten, ja. Aber pass mir auf, mein Freund. Du hast nämlich den Fehler deines Lebens begangen. Jetzt werde ich dir mal zeigen, wie er dir geht mit dem Bogen. Und jetzt, mein Freund, machst du Ende mir denn. Und tschüss. So. Eigentlich ganz sauber runtergespielt, finde ich. Was haben wir denn hier gefunden? Wir haben hier ein Sparta des Legionärs. Zweihandschwert. Oh, können wir verkaufen. Was ist das? Eine mittlere Rüstung. Kettenhemd des Kommandanten. Kettenhemd. Oh, Juli Reis hat die Stufe 5 erreicht, meine Freunde. Wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Genau. Wir werden seine Rüstung aufpoppen und dann jetzt los. Bringt mir das 4 Crit. Das kann ich auch nicht aufbessern. Schade. Also reparieren. Juli Reis machen wir erstmal kurz schon mal. Weil das wollte ich nämlich jetzt mal. Weil guck mal, Riposte ist zwar ganz gut, aber ich werde das hier umändern, dass sie auf ein tapferes Duell geht und danach geht sie als Bollwerk. Und ich werde die auf Verfassung bappen. Und die wird dann solche Gegner, wo Rea dran war, wird sie dann sich kümmern müssen. Ja, die Mission Attentate abgeschlossen. Ah, danke. Oh nein. Oh nein. Warte. Ich muss gucken. Das ist eine Gefahr von 70. Kann ich hier jetzt so ein bisschen? Keine. Oh. Jetzt habe ich gerade so ein bisschen die Luft angehalten, weil ich so dachte, ach du Heilige, ey, jetzt bitte nicht schon wieder. Das wäre jetzt wieder so ein typisches Ding gewesen. 3 brauchen wir noch. 1, 2, 3. Sehr gut. So, wir haben wieder 2 Sachen. Fortschritte bei Entdeckung haben wir gemacht. So, wir haben hier nochmal Kühnheit bewiesen. Und dann haben wir hier nochmal was ist das? Wieso ist das Schmiedegesellen-Set? Ach so, das ist jetzt hier. Was habe ich da? Genau, zertrümmern, das Schwert und die Axt. Ja, die können wir auch schon mal jetzt erlernen, dass wir die schon mal da haben. Haben wir jetzt hier was Besonderes? Ne, hat man nur wieder Judielten gemacht, ne? Also haben wir 120 Dinger da gemacht. Das bringt dann auch nochmal was. Quatschen will ja keiner. Und dann passt das ab nach Hause. Meine Güte, wer jetzt hier? Und den brauchte ich auch irgendwann, ne? Irgendwo war ein verschnörkelter Schlüssel.
Wo konnten wir was öffnen? Und ich weiß nicht mehr wo. So, Gasthaus zur Flugschacht. So, wir müssen ja nächsten Dings jetzt eh bezahlen. Hier, gib mir was von meinem Geld, weil die muss ich dann eh. Dann habe ich nur noch 11 Kronen davon über. Aber ist ja nicht so schlimm. Den habe ich noch, ne? Kopfgeld, Clarissa Kohorten. Und hier können wir noch Julians Mannschaft machen. Ja, wir suchen jetzt erstmal so ein paar leichte Aufgaben aus, um uns hier wieder so ein bisschen einzufinden. Aber, meine Freunde, aber. Wisst ihr, was jetzt kommt? Wisst ihr, was jetzt kommt? Genau, jetzt werden wir uns darum kümmern, dass unsere liebe Juli jetzt dann ihre Rüstung bekommt. Und gleich also besser ging es ja gar nicht gerade. So, zudem bekommt sie ihren Geistergladius, hatten wir ja gesagt, ne? Genau. Sehr schön. Und zum Geistergladius gibt es natürlich den Geisterbuckler. Da brauchen wir nochmal 6 Kohle. Du, hast du 6 Kohle für mich? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pass mal auf, du kriegst von mir auch Sparta des Legionärs und das Kettenhemd kriegst du auch noch. Ja? Wir waren damit einverstanden? Ja, bestimmt, ne? Also mit kannst du bestimmt leben. Ja, ich auch. So, dann brauchen wir jetzt den Geisterbuckler. Wo bist du denn? Da ist er ja. Das war jetzt hieß, ich wusste nicht, ob da oder da. Sehr schön. Guck mal, damit können wir noch nicht ganz fertig, denn Rüstungsverstärkung des Hirsches, das heißt 2 Stärke, 4 Rüstung, hauen wir gleich nochmal 3-mal rein. Und was wir jetzt aber noch nicht haben, warte mal, das ist jetzt gerade gesehen, ich habe nochmal das Weisen, könnte man nochmal einbauen, ne? Genau, packen wir auch gleich nochmal einmal rein. Zack. So, passt perfekto. Weil ich glaube, die hat noch einen offen, ne? Genau. So, haben wir nämlich gleich mal wieder ein paar Sachen mal fertig gemacht, die ganz wichtig sind. So, das sind die, aber wo bist du? Da. So, jetzt kriegst du nämlich Bewegung 12. Pief hat ja schon Bewegung 14, der ist ja erstmal ready, Heady. Und jetzt kommt Juli Reis und die wird jetzt erstmal hier, das bleibt gleich, kriegt, boah, guck mal hier, 65, 98, so, dann kriegt sie ja hier den Geistergladius noch rein und dann hat sie ja hier nochmal 111, boah, das sieht ja schon mal richtig nice aus, 111, aber wartet mal, sie ist noch nicht fertig, meine Freunde, sie ist noch nicht fertig. Ach Mist, da ist ein Öl der Stärke drin, ne? Aber ich habe nochmal ein Öl der Stärke. Zack, dann hat sie den nämlich auch schon mal drauf. Und jetzt geht's richtig los. Verstärkung. Und 115. Und 119. Und 123. Guck mal, Hildchen ist mit 172. Und Juli Reis ist mit 123, 66. Aber Hildchen ist auch nochmal eine Stufe höher. Und sie hat eine Verfassung von 37. Und Juli Reis hat eine Verfassung von 33. Also sie kann nochmal so auf 35 kommen, dann sind sie schon ähnlich. Heiderdaus. So, warte mal, aber was ich gerne machen wollten würde, Torus, du hast ja das mit der Gesundheit. Nee, Gesundheit bringt mir jetzt nicht eigentlich. So, warte mal, habe ich jetzt eigentlich alles soweit fertig? Nee, warte mal, Diego kann noch mal einen dann machen, den könnte er noch gebrauchen. Und Hackert kann auch noch mal einen gebrauchen. Okay. Inolt ist ready. Pief kann noch mal einen gebrauchen mit noch mal Bewegung. Okay, da können wir noch ein bisschen was mit Bewegung machen. Aber jetzt, mein Freund, guck mal her, ich habe mir eh wieder was gebaut. Ich verkaufe dir mal das, ich verkaufe dir das und ich verkaufe dir das. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Gewicht. Und das Gute ist, ich habe fast meine 5000 wieder zusammen, die ich mal hatte. Bringt mir aber nicht viel, weil ich mit Juli Reis gleich nochmal runtergehe, wo wir gleich nochmal diesen Verlerner machen, wo wir dann einmal was umverlernen. Und es kostet mich ja ein bisschen was. Aber die brauche ich, weil sie ist schon sehr nützlich, jetzt als Tank dann auch. Wo hatte ich denn, aber jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo hatte ich denn das gehabt? Mit dem verschnörkelten Dings, Wahl der Seite. Das ist jetzt hier was anderes. Hier sind keine Ungeheuer. Unheimlicher Kannibalismus.
War das das Ding hier, wo ich die Schlüssel brauchte? Oder der Schafstall der Pavis? Ich glaube, der Schafstall der Pavis. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Ich lass mal Juli reise jetzt erstmal noch so. Ist noch nicht ganz so wie ich es haben möchte, aber wir haben ja so, dass wir ein bisschen mal was machen können. Jetzt haben wir aber einen Tank wieder jetzt mal ein bisschen mehr auch in der Benutzung. Und ja, ich weiß, ich muss die nächste, muss ich dann wieder bezahlen. Hier müssen wir echt richtig vorsichtig sein. Aber wir haben sie jetzt. Die Stufe 5 und sie kann jetzt mitmachen. Und das freut mich ja. Genau, der war hier so links, ne? Genau, Schafter der Pavis. Ja, dann gehen wir mal gucken. Hier war doch das. Da, verwenden. Ha! Ich sag jetzt ha, aber die Frage ist, was ist denn da unten? Na gut, da gibt es einen Wissenspunkt. Laufschritt, lauftet. Der Nähe Pervi, Militärakademie Edoa. Augenhalskette. Pilum der Legion. Funktionale Duo-Fähigkeit und Kettenhemd des Schwertkämpfers. Mittlere Rüstung. Dieses Status des Zeugnis der Disziplin der Legion. Allein das Berührungsgesetz führt euch mit dem Drang, in Harak einzufallen. Haha. Funktional, so fügt dem Ziel Schaden zu kämpfen. Das Ziel mit einer Verbündeten hat der Verbündete den Effekt Riposte. Wow. Aber ich glaube, das bringt mir nichts, ne? Weil ich habe 15er Stärke allein da drauf. Da verliere ich 6 und hier hat er. Ah, okay, das sind wieder Sachen zum Verkaufen. Ich glaube, mehr war jetzt nicht, ne? So, verlassen. Hanf, verlassen. Okay, jetzt habe ich das aber abgeschlossen, ne? Cool. Haha. Wir haben wieder Geld gemacht, meine Freunde. Wir haben Geld gemacht. Oh, warte mal. Wenn wir da hinten kämpfen, da hinten ist der die Kopfgeld für diese Mannschaft. Wenn wir das machen, können wir danach aber im Wald lagern. Das geht schon. Oh, pass auf, wir greifen den jetzt von hinten an. Hinterhalt! Julin die Narbige. Stufe 4. Plünderer, Plünderer. Wir sind unter... Ach du Heilige, ist das ein Arranged Camp hier oder was? Das ist ja hier alles mit Range, oder? Warte mal. Bombenleger, Scherge, Bombenleger. Okay, zwei Bombenleger-Typen. So, Juli Reis ist da. Juli Reis kann aber noch nicht so weit laufen. Das ist mein Problem. Das ist doof. Wir müssen echt Juli Reis noch Bewegungspunkte geben irgendwie. Wie kriege ich in der Bewegung rein? Wie kriege ich bei Juli Reis Bewegung rein? Aha. Boah, hab ich hier nicht gerade Bewegung noch reingegeben? Nein, ich Idiot, habe nicht Bewegung gemacht. Oh, so kann man den Charakter auch komplett verskillen. Sie bringt mir schon was. Das Problem ist... Plünderer, was hast du? Wir sieht einen Bereich an, fügt Einheiten zu Beginn der nächsten. Und der ist nicht so heftig. Diego, du musst zum Bombenleger ran, ne? Der Bombenleger ist als erstes der dran, ne? Dann ist Julian, dann ist Scherge, dann ist der Scherge dran, ne? Der Scherge, den könnten wir schön mit Torus ausschalten. Den Bombenleger machst du und da brauche ich Hackard für den anderen Bombenleger. Kommst du bis da hinten? Du kommst an den ran. Du kommst an den ran, okay. Wobei ich gerne die beiden tauschen würde, weil Diego kann einen Flächenschaden verursachen. So, damit ist der Bombenleger dran, den Diego dann macht. Und wenn Diego dann nämlich zum Beispiel hier rangeht, ist er mit ihm doch aber im Kampf, ne? Genau. Oh, jetzt habe ich die Runde. Na, egal. So, dann machen wir den hier und dann greifst du den nämlich an. Aber nein, der ist nicht mit dem im Kampf. Aber weißt du was? Komm.
Machen wir so, jetzt bist du aber mit dem im Kampf. Genau. Das war nämlich jetzt gerade ein Fail von mir. Also Geo bringt mit dem Dolch nicht, weil er keinen Kampf eröffnet. So, jetzt ist Julien die Narbige. Da könnte ich mich Hildchen mal dran setzen lassen. Da lasse ich Hildchen dran setzen. Sie kann erstmal schön Rüstung zerschmettern, kriegt einen Punkt und macht dann erstmal... Ah, die hält schon einiges aus. Und dann das. Sehr gut. Sehr gut. Oh, aber das nächste Mal hat sie Ablenken. Das ist übel. So, als nächstes ist Scherge dran. Scherge wird mit Juli Reis kämpfen. Da müssen wir unbedingt das Ding noch umändern, damit es auch wirklich passt. So. Und die kriegt nämlich auch automatisch Ablenken. Der nächste Angriff, den der da macht, ist um 70% reduziert. So. Bombastisch. Genau so wollte ich das haben. So, als nächstes ist der Scherge dran. Der Scherge, der wird von Torus belagert. Toll. Ja, dann, das bringt mir aber nicht viel. So, pass mal auf, du gehst dann so ein bisschen da lang. Gut. Ja, dann als nächstes ist Höcker dran. Du gehst erst so. Nein! Diese blöde Falle. Okay. Naja, der wird jetzt den Bereich attacken. Manchmal bin ich zu forsch. Manchmal bin ich echt zu forsch. Ich habe wie viele Schritte? Ich habe 12 Meter. Warte mal, wir machen das jetzt anders. Ich werde erst werde ich ihn kicken. Wird nämlich jetzt in die Richtung gekickt. Und jetzt kann ich. Shit. Nee, kann ich nicht. Aber jetzt kann ich das so machen, ne? Genau. So. Ha, ja. Mist. Bumm. Die Blutung hat ihn gleich getötet. Sehr schön. Was haben wir hier noch übrig? Kannst du mal den Stück heran? Warte mal, pass auf, geh mal ein Stück heran. Dann machst du den da. Änderst den Kampf mal. Kriegst einen Punkt. Dann kannst du eigentlich ein Stück herangehen und dann kannst du den auch nochmal gleich wegkicken. So. Gut, der wird jetzt sich verbrennen. Damit ist Torus infight, er kriegt Schaden und dann passt das alles so. Jetzt haben wir noch Buddy Hardy. Ist jetzt gerade Überlegung. Ich versuche mal jetzt was. Ne, es geht nicht ganz, was ich wollte. Und da ich ja eh noch einen Punkt über habe, kriegt er den hier. So, der ist auch weg. Das sind jetzt alles so, das sind jetzt die leichten Bereiche, ne, die wir jetzt gerade haben. Das ist so, naja. Wer ist denn jetzt dran, ne? Julien, genau, warte mal. Du hast das Problem, dass du jetzt gerade schon angestellt bist. Aber wobei, ist gar nicht so das Problem. Den machen wir mit denen. Und dann mache ich den und es ist vorbei. So, euer Anführer ist tot, meine Freunde. Nächstes bist du dran. Ja, jetzt kann ich mit Hackert mal rangehen. Warte mal, stopp, 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 stopp. Wenn ich das so mache. Erstmal machen wir das hier. Jetzt kriegt der nämlich einen. Dann nehme ich schon mal einen aus dem Kampf. Der kriegt nochmal einen. Und jetzt kann ich mit Hackert. Mit Hackert geht's mal zum Bömmlegschuhe. So. Ja, dann gib mir mal dein Fäuste, du Blöder. So, reicht noch bis ran? Ja, reicht ohne Vergiftung. Sehr schön. So. Dann mach ich mal Ende im Gelände, damit wir da auch Ruhe haben. Nein. Und hier macht er auch noch zu Ende. So. Pass, Wagen und Luft haben wir gut erklärt. Also war jetzt nichts. Ist jetzt doch nichts Schweres gewesen. Also das sind so, muss ich sagen, mittlerweile. Ihr bringt mir auch nichts. Hotel des Unterführers. Bürste, ein bisschen Geld, ein bisschen Stein. Alles reparieren 5, weil es geht mittlerweile auch besser, weil wir bessere Sachen haben. So, pass mal auf. Wir sind jetzt hier.
Wie sieht's denn aus? Da oben haben wir noch eins, ne? Ach, guck mal, das ist da oben. Gut, das passt ja. Dann gehen wir mal zurück ins Dorf. Gehen wir zurück ins Dorf. Und können dort, Mist, das ist ja die Frage. Kommen wir irgendwie noch an irgendwas hin? Weil jetzt geht langsam unsere Energie zu Neige. Und ich habe keine Lust, mittendrin zu kampieren. Genau, hier würde ich mich gerne so ein bisschen einfach nur absetzen. Ein bisschen in den Wäldern. So. Wie sieht das Rasten hier aus? Keine Gefahr, sehr schön. So, da gibt es wieder das und das. Und dazu gibt es... Ja, wobei kannst du auch so und so machen. Genau, zack, wir zahlen den Trupp unseren Sold. Sind dann, glaube ich... Ach, guck mal, wir sind noch über 5000. Jetzt kriegen wir sogar noch mal die Quest daraus. Ohne Sold bezahlt 500 Bart. Taten haben den Spitznamen Hauptmann Bart der Geizige eingebracht. Er erhält einen Fertigkeitspunkt. Ha, cool! Einen Fertigkeitspunkt. Ja, was machen wir denn da? Eigentlich müsste ich in Willenskraft reinbollern, wa? Ja, machen wir auch. Wir werden Willenskraft jetzt mal, sobald wir mal wieder was haben, mal hochsetzen. Julireis, was hast du denn, meine Kleine? Ach, nur ein bisschen mehr Einsatz und ich werde mir einen Namen machen. Sogar die Legion wird mich anheuern wollen. 106 bei nachstehenden Gefährten. Eine Beziehung, genau. Wir machen die Beziehung. Die Beziehung von Julireis, dem Volk gefährdet sich verbessert. Hilde, Bart und Plötze. Haha. Sehr schön. Gut, wir sind ready und wir ziehen jetzt rein. Da kommen wir nochmal ein bisschen Geld und wir können auch eine Menge verkaufen. Was sollten wir auch machen? Wir werden die Sachen... Das ist nur Ramsch für uns. Das bringt uns gar nichts. Dann sind wir das los und dann ziehen wir nochmal nach oben und dann haben wir da auch nochmal eine kleine Mission. Dann passt das. So, Meisterin, guck mal hier. Ich habe ein paar Sachen für dich. Ja, ja, guck mal hier. Für 60, für 76, für 52, für 8, für 4. Ja, Glasdance. Da kriege ich ja nochmal 40, ne? So, haben wir vertickert. Uns geht's gut mit 5243. Und wir kriegen jetzt nochmal Sold. Den nehmen wir natürlich mit, den Sold. Ich weiß, wir sind ziemlich oft hier, aber wir sind ja wieder wie am Anfang. Wir müssen jetzt erstmal wieder schauen. Was kannst du machen, was kannst du nicht machen, etc. pp. Das ist jetzt einfach so. Du kannst nochmal einen Wissenspunkt hier mitnehmen. Da hatten wir gesagt, wir wollten jetzt hier das Zeug fertig machen. Ne? Genau, wir haben ja die Sachen noch nicht mal fertig, die normale. Die sind aber hier schon bis dahin. Den haben wir die nämlich schon mal drin. Was wir drin haben, haben wir. Und dann sind wir da, und dann packen wir da. Und dann sieht es auch mal besser aus. Oder wollen wir noch was im Kochtopf nach euch? Bla bla bla. Wit. Was stellt ihr was her, um euer Wissen zu vertiefen? Wo kriege ich denn Wildfleisch her? Wo gibt es denn Wildfleisch? Brauchen wir Hanf und Milch. Okay, gut, das ist ja auch mal was Interessantes, ne? Aber Hanftee ist schon Öl. Schon, aber Hanf finden wir sehr oft und so viele Seile kannst du gar nicht machen. Doch, wir lernen den Hanftee. Doch, 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 doch. Genau, das machen wir. Sehr schön. Und dann können wir nämlich, der hat nämlich Milch hier, der hat da Milch. Hier müssen wir auch noch wieder weitermachen. Wir brauchen noch mal ein Schloss. Dann könnten wir hier noch mal einen Punkt machen. Ey, da müssen wir noch so viele Zeug machen. Okay, Mark. Du hattest doch Milch, ne? Genau, kostet uns 30. Können wir mitnehmen. Und hier, wie sieht es hier aus vom Gewichtung her? Ja, gut, es geht alles noch. Ja. So, warte mal, jetzt können wir Hanftee machen, ne? Mein Freund, du machst du Hanftee, hast du gesagt? Machen wir erstmal nur eine, weil ich jetzt mal was wissen will. So, Gericht normaler. Jetzt müssten wir doch was freigeschaltet haben, oder? Blaubeertee. Boah, jetzt müssen wir ja Blaubeeren suchen. Du bist ja einer. Ja, pass auf, hier machen wir mal die 8 rein, dann haben wir sie. Dann können wir hier auch noch mal ein bisschen was reinmachen. So, wir sind bei 50 Minuten. Ich glaube, das
Ich glaube, das müsste auch erstmal reichen. Wenn wir jetzt nochmal wieder was anfangen, das wäre jetzt auch wieder falsch. Das sollten wir in der nächsten Folge machen. Wir sind aber bei 50 Minuten. Wir haben uns ein bisschen gerecht. Wir haben ein paar Missionen gemacht. Wir sind ein paar Level vorangekommen. Wir haben jetzt für 10 Tage Essen. Wenn wir die Bären nehmen, kannst du es vergessen, weil dann sind wir nämlich weit über 35. Ich glaube, da gibt es 16, 26 dazu. Das ist bei 41, 51 sind wir dann. Und dann geht das ganze Ding schon runter, das ist nämlich nur noch für 7 Tage für Essen. Das ist dann schon ein krasser Unterschied zu dem, was wir ja schon mitschleppen. Aber wir brauchen 2 Bärchen auf jeden Fall. Also, dass wir nie wieder das so haben, dass es so übel dasteht. So, wir haben bei 5388 Kronen sind wir. Wir haben eine Mission offen für die nächste Folge. Wir werden dann diese Kopfgeldjagd machen. Dann werden wir gucken, wir haben jetzt eine Mission Gebiet verteidigt. Ich glaube, Gebiet verteidigt ist von denen aus und ich werde die Deserteure werde ich zu ihm schicken. Das Gebiet verteidigen werde ich für ihn machen und da fehlt noch eine Position. Ne? Eine Sache fehlt da noch. Stimmt, mit ihm noch eine Mission war. Da war noch eine Mission mit ihm, genau. Und dann hätten wir das beides fertig und dann werde ich sehen, was daraus passiert. Bin dann echt gespannt, was sich daraus macht. Weil ich habe keinen Bock, weil der Lahard ist einfach ein Dödelde. Und hier den anderen, der Vernalis ist für mich so einer, du bist dem Glauben total verfallen, das bringt uns auch nichts. Nö, werden wir auch nicht machen. Super, dann war es für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Komme ich mal was Feines oder ein Abo, freue ich mich natürlich auch mal sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dort, wie gesagt, geht's Richtung hier oben hin. Machen wir die Mission. Können wir hier mal ein bisschen auch erkunden, was wir noch hier dann haben. Und dann würde ich mich vielleicht die Mission mit ihm, mit diesem komischen Eintreiber oder sowas, mal anschließen. Mal schauen, was er da noch hat. Und wenn wir aber hier runtergehen, würde ich gerne mal gucken, was das hier noch ist. Also das hier. Das sehe ich noch nicht, was es ist. Das würde ich gerne mal wissen. Und nachher auch das, was es ist. Schauen wir mal, damit wir alles mal ein bisschen auch so aufdecken. Ne? Dann wünsche ich noch einen angenehmen Tag, Abend und morgen, dass ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute. Bis dahin. Tschüss.